Hallo Nachbarn, ist es nicht eine schöne Woche? Gleich zweimal ist die AfD in einem Prozess jeweils unterlegen gewesen und bei Peter Büstron wurden sogar zwei Büroräumlichkeiten plus sein Ferienhaus auf Mallorca durchsucht. Ja, richtig gehört, ein Ferienhaus auf Malle, also so ein Mann aus der bürgerlichen Mitte. Aber davon abgesehen ist das rechte Vorfeld der AfD auch sehr unzufrieden mit dem Vorstand und das Tolle daran ist, ich habe Tonaufnahmen dazu, wie sie bereits über eine Zeit nach der AfD sprechen. Das und wie weinerlich Björn Höcke vor Gericht war, das schauen wir uns an. Viel Spaß dabei. Wer noch kein Taschentuchpäckchen handbereit, griffbereit liegt, holt es bitte jetzt raus. Es wird traurig. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wir müssen noch mal ganz kurz lachen. Ein Neonazi sollte gegen Geld einem Kumpel-Neonazi seine Hand abhacken. Am Ende waren es nur ein paar Finger. Ich stelle mir vor, wie das ausgesehen haben muss. Ist ja schon blöd jetzt, ne? Jetzt fehlen ihm halt ein paar Finger. Ich stelle mir das so vor, so wie geil. Das kommt jetzt irgendwie nur noch halb so bescheuert rüber. Wie bereits erwähnt, das rechtsextreme Vorfeld der AfD, das ist ziemlich demotiviert und auch ein bisschen weinerlich, würde ich sagen. Sie besprechen bereits die Zeit nach einer AfD. Marius Süd von Reconquista 21 sagte zum Beispiel in einem Call, dass die einzige AfD-Taktik und Strategie daraus bestehen würde, die Opferrolle zu inszenieren. Aber ich will nochmal auf das Grundverhältnis, also auf die Grundkritik zurückkommen eben an der AfD, wie sie jetzt eben diese Kampagne, wie das Wuppi korrekt gesagt hat, völlig in den Sand gesetzt hat. Die AfD macht nicht nichts, sondern sie macht schon was, aber sie heult halt rum. Also ihre Marketingstrategie oder ihre Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, sich halt wieder als Opfer zu inszenieren. Ist schon lustig, wie demotiviert die sind, oder? Jonas Greinberg, seines Zeichens Journalist aus der rechten Ecke, er sagte zum Beispiel dann aber auch noch, dass die AfD ja eigentlich einen Nutzen hätte. Sie wäre nämlich das finanzielle Abstellgleis fürs rechtsextreme Vorfeld. Auch da hören wir doch mal rein. Warum braucht man noch so eine Partei? Halt einfach wegen der Kohle. Ne? Also du kriegst halt was weiß ich. Da können dann auch dann Leute aus dem Vorfeld untergebracht werden. Die sind dann da als Mitarbeiter. Ne? Zum Beispiel so ein Benedikt Kaiser. Ne? Das ist ja auch, dann hat er halt, der hat ja gut gehasselt und dann kann er dann irgendwann, wenn er verdient ist, dann auch mal da was weiß ich, dann seine Sicherheit haben. Ne? Das will man ja auch irgendwann. Also ich würde ja sagen, die gesamte AfD ist ausschließlich deshalb tätig, weil es ihnen um finanzielle Vorteile geht. Aber wer bin ich schon? Positiv etwas in diesem Land verändern will die AfD jedenfalls nicht. Man muss sich ja auch mal fragen, es heißt von Seiten der AfD doch immer Straftäter abschieben. Ja, was machen wir denn jetzt mit Bernd Höcke? Also dafür, dass so ein Bernd Höcke mal dazu aufgefordert hat, dass die Deutschen ihre Männlichkeit wieder entdecken müssten, war der Bernd Höcke allerdings zu seinem Endplädoyer ganz schön weinerlich. Also er sagte ja zum Beispiel so Sachen wie, bin ich weniger wert als ein Mensch? Habe ich keine Menschenwürde? Bin ich kein Mensch? Weiter sagte er ja dann auch noch so Sachen wie, die Nazis hätten ja auch guten Tag gesagt, Hitler hätte vegetarisch gelebt, will man das jetzt auch verbieten? Am Ende gab es jedenfalls für ihn 100 Tagessätze, je 130 Euro, das heißt also 13.000 Euro Strafe. Das Interessante daran ist, wenn das Ganze dann rechtskräftig werden sollte, und danach sieht es ja zumindest im Moment noch aus, dann würde er sogar vorbestraft sein. Sehr lustig, oder? Der Vorstand wird sich jetzt jedenfalls die Frage stellen müssen, ob Björn Höcke überhaupt noch tragbar ist. Wir werden sehen, was da in den kommenden Tagen noch so kommt. Der Prozess AfD gegen Verfassungsschutz ist ebenfalls beendet. Die AfD unterlag. Wohl bemerkt, es war bereits ein Berufungsprozess. Eine weitere Instanz gibt es im eigentlichen Sinne nicht. Was sie noch machen könnten ist, sie ziehen jetzt vor das Bundesverfassungsgericht und lassen dort Verfahrensfehler prüfen. Dann würde das Ganze wieder zurück nach Münster gehen.
Während also die gesamte rechte Bubble, also mal weit über 90%, nach Beweisen und Bestätigung ruft, ist dies die Bestätigung. Es war schließlich ein Berufungsprozess. Während die AfD 470 Beweisanträge gestellt hat, die allesamt abgelehnt worden sind, hat der Verfassungsschutz 2000 Seiten Beweismaterial vorgelegt und diese wurden vom Gericht auch angenommen, verwertet und führten am Ende zu diesem Urteil. Das Geheule jedenfalls ist wirklich sehr extrem. Das Establishment sind gewisse Institutionen in diesem Staate. Dazu gehören die Gerichte, dazu gehört der Bundesverfassungsschutz, aber auch die Medien werden hier missbraucht, die AfD strukturell vom Parteienwettbewerb gar auszuschließen und eine völlig an den Haaren herbeigezogene Argumentation anzuführen. Und Lügen tun sie auch schon wieder. Hier zum Beispiel ihr Frau von Strolch. Respektieren Sie diese Gerichtsentscheidung? Diese Gerichtsentscheidung werden wir angehen. Wir haben einen Rechtsstaat, in dem man den Rechtsweg beschreiten kann. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es ist bedacht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Das sagte sie so irgendwas um 21 Uhr abends. Am selben Tag morgens schrieb sie noch Folgendes. Ein Unrechtsurteil, nichts weiter. Hashtag Rechtsstaatssimulation. Aber dass Deutschland kein Rechtsstaat, Ausrufezeichen, ist, hat der EuGH bereits 2019 festgestellt. Auch absoluter Quatsch, by the way. Aber interessant ist doch, morgens A, abends B. Bei Twitter bzw. X für die eigene Bubble und im Fernsehen abends dann die andere Version für die breite Masse. Jedenfalls wird die AfD als besonders glorreiche Partei in die Annalen eingehen, aber insbesondere im Verfassungsschutzbericht als separate Kategorie auftauchen. Lustig. Wie der ein oder andere von euch sicherlich mitbekommen hat, ich hatte ja ein Riesenproblem mit dem Anschließen eines Mikrofons. Und ich möchte euch kurz sagen, woran es lag. Männer und Technik. Das Mikrofon war einfach nur falsch herum. Ich kommentiere das nicht weiter und schäme mich im Grund und Boden, aber es ist so lustig, dass ich es einfach mal erwähnen musste. Ein wirklicher Kracher, oder? Danke an Nico E. für 15 Euro, Götz H. 5 Euro, Michael B. 30 Euro und Attila M. 34 Euro. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns die nächsten Tage. Ich hoffe, jetzt passt die Soundqualität so einigermaßen. Bis dann, trinkt ein Getränk auf mich. Wir sehen uns. Ciao.